Welt ohne festen Halt. Ich lebe in einem halbwachen Zustand. Versprechen der Moderne seit 1900. Fitness statt Neurasthenie. Wow. Oh, und jetzt käme der Tango, bitte. Ja. Der Vegetarier ist von seiner Arbeit und von seinem Verdauungsapparat eingenommen. Um mich herum lauter, finster, entschlossene Asketen. Ich bin Franz Kafka. Ich stilisierte mich als heroischen Erschöpfungskünstler. Das geht auch nicht. Ich möge schwimmen. Das geht auch nicht. Und ich möge mich ruhig verhalten. Das geht erst recht nicht. Eine Ansammlung von Risiken, die minimiert oder outgesourced werden müssen. Ich bin der Designer meiner eigenen Programmbreite und Programmtiefe. Ich bin mein eigener Verkäufer. Der durchschnittliche Nordeuropäer schläft heutzutage 6,5 Stunden im Schnitt. Vor einer Generation waren es noch 8. Anfang des 20. Jahrhunderts lag der Schnitt bei 10 Stunden. Die Dachsammer. Die Dachsammer gehört zur Familie der Sperlinge. Jeden Herbst fliegt sie von Alaska ins nördliche Mexiko und kehrt im Frühjahr zurück. Anders als andere Vögel verfügt die Dachsammer über die ungewöhnliche Fähigkeit, während ihrer Wanderungen 7 Tage lang wach bleiben zu können. Ja, sie kann nachts fliegen und tagsüber Nahrung sammeln, ohne sich ausruhen zu müssen. Du musst dein Leben ändern! Lassen Sie sich fallen! Kommen Sie runter! Und wenn Sie dann unten sind, ganz unten, dann sind Sie bei sich. Ganz bei sich. Unten, Keller. Entspannung ist der Hobbykeller des 21. Jahrhunderts. Du musst dich entspannen! Sie arbeiten lieber, bis der Arzt kommt. Sagen Sie mal, was sind Sie eigentlich? Masochisten? Oder nein? Nein, nein! Neoprotestanten! Neoprotestanten, ja! Für den Markt müssen Sie geladen sein. Entspannen Sie sich! Entsichern Sie sich! Anlegen, zielen, vorgehen! Wenn sich die Ausgebrannten nicht mehr als krank, sondern als ausgebeutet begreifen, werden wir die Renaissance eines weiteren vergessenen Begriffs erleben. Und der heißt Klassenkampf. Warren Buffett, der Klassenkampf ist ein historischer Fakt. Er wird von meiner Klasse, der Klasse der Reichen, geführt. Und wir sind dabei, ihn zu gewinnen.